Hallo, meine lieben. Oh, Verzeihung. Meine lieben Freunde, zu einem neuen Part von Donkey Kong Country. Tropical Freeze. Ja, endlich geht's hier auch mal wieder weiter. Wir sind im Geheimlevel oder im Secret Level von der zweiten Welt in 2A Emmentaler Stollen. Und da gehen wir jetzt hinein. Ja, ich habe auch nochmal nachgeguckt. Uns fehlt in dem ersten Level dieser Welt noch das KONG. Und, ja, ich denke mal, wenn ich dieses Level hier durch habe mit den KONG-Buchstaben, oh, sieht interessant aus, dann werde ich ja auch direkt nachgucken, ob ich das finde. Ja, Emmentaler Stollen, erinnert mich irgendwie so an Käse. Ja, keine Ahnung, wie ich darauf komme. Nein, gibt ja auch die Käsesorte Emmentaler. Ist die eigentlich Käse auf Brot zum Beispiel? Wenn wir schon mal dabei sind bei Käse. Also ich esse eigentlich relativ selten Käse, wenn nichts anderes da ist, nämlich Käse eigentlich, aber eher esse ich Wurst oder, ja doch, eigentlich meistens esse ich Wurst, ja doch, hauptsächlich, oder auch Salami zum Beispiel, aber gut, Salami ist ja eigentlich Wurst, von daher, oh, was ist das denn hier Schönes, ha? Oder seid ihr, kommt es auch bei euch drauf an, was das für ein Brot ist. So ein bisschen bin ich das auch, so zum Beispiel Marmelade oder Nutella. Das kann ich nur essen. Ach so, ein Stempel, nicht Stempel, sag ich hier schon, ein Puzzleteil. Na naja, gut, oder ist hier oben noch was? Ne, okay. Weil zum Beispiel Nutella oder Marmelade, das... Wow, das war knapp. Das esse ich eigentlich überhaupt nicht, zum Beispiel bei Grau- oder Schwarzbrot. Das kann ich nur, wenn bei Stuten essen. Oder auch auf Brötchen mag ich das jetzt auch nicht so unbedingt. Komm schon, ja, hab ich dich doch. Da braucht man jetzt die Hilfe des Gegners, um dieses G zu bekommen, okay? Brauche ich dich jetzt für irgendwas? Ach, den konnte man gar nicht aufheben, okay? Aber hier, also doch, so konnte man das. Ah, jetzt sind wir schon bei dem Käse, okay? Und wie ist der sich eigentlich auch passend? Hier Ratten. Ah, und jetzt weiß ich auch, wofür ich ihn gebraucht habe. Cool, aber ich habe hier unten noch was gesehen. Das möchte ich mir zuerst mal angucken. Ach so, ein geheim Minispiel-Dingsbums-Bla. Ach, schon wieder so genial. Es ist mir schon mal passiert. Oh ja, ist das ja wieder richtig genial gemacht von mir. Naja, jetzt möchte ich nur, dass dieser eine Gegner hier wiederkommt. Oder kann ich auch dich aufheben? Nee, die kann ich nicht aufheben. Ich kann nur den machen, damit dieser Mütze ihn hier nämlich, oder was immer das auch darstellen soll. Den kann ich hier... Den kann ich so verwirren und dann aufheben. Ach nee, stimmt. Ich muss ja erst auf ihn drauf springen. Dann kann ich ihn aufheben und dann kann ich ihn gegen das Ding da werfen. Und das war schon wieder nur ein Puzzleteil. Das war wieder vollkommen unnötig, weil ich die Dinger nicht sammle. Zumindest nicht im LP. Vielleicht mache ich das mal offscreen irgendwann. Oh, das finde ich ja auch mal cool. Wie verstecken sich da die Bananen und das Herz? Moment mal, ich sammle nochmal die letzte Banane hier ein. Vielleicht passiert ja was. Nee, kann ja sein. Man weiß ja nie. Man sollte ja alles immer mal erkunden. Okay, ich hoffe, das war jetzt kein Fehler, dass ich jetzt erstmal zu dem Ding da gekommen bin. Aha, okay. Ah, sollen wir alle Bananen holen? Ich weiß nicht so recht. Na komm, wenn wir schon einmal dabei sind. Ach komm schon, das wird doch wohl jetzt nicht so das Problem sein, geht doch. Ach so, ein Puzzleteil gibt es dafür auch noch, ja gut. Interessiert mich nicht. Oh, sieht aber echt geil aus hier in diesen Höhlen. Finde ich gut. Ich hoffe nur jetzt, dass ich das erste nicht hier übersehen habe. Oh. Ja, und das fand ich mal richtig geil. Das weiß ich natürlich auch, dass das Ding da runterfällt. Ah ja, das wird schon mal, fängt schon wieder richtig gut an hier in diesem Level. Aber gut, wenn ich das weiß, dann ist das ja auch nicht so das Problem. Ich nehme eigentlich irgendwie immer nur Diddy Kong. Ich könnte ja eigentlich auch mal Diddy Kong zum Beispiel nehmen. Nur ich weiß echt nicht, was ich mit Cranky anfangen soll. Oh, und das erinnert mich auch gerade hier, dass man sich hier beeilen muss an dieses eine lustige K-Level. Aber ich glaube, das ist nur bei... Oh, nicht die auch noch mit Feuer. Das ist, glaube ich, nur bei diesen grauen... Oh, gib mir das O. Dankeschön, mein Freund. Meint mal das... Oh, ach so, okay. Okay, wir haben nichts übersehen. Okay, okay. Passt schon, passt schon, passt schon. Ich wollte nur mal gucken. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Ah, noch eine Bananenmünze. Wir haben ja mittlerweile schon 275 von der Sorte. Vielleicht sollte ich mal darauf achten, was auszugeben. Hm, One-Up oder eine Münze? One-Up. Ja,
Ja, langsam blicke ich hier gar nicht mehr durch, aber gut. Wenn man da oben hinkommen. Ach, egal, was soll's. Oh, hier geht's wieder ab. Okay, fast brauche ich im Moment noch nicht. Oh, der hat Stacheln an. Das ist nicht so nett. Und das fand ich auch richtig nett, weil da konnte ich jetzt nichts machen, weil ich ja von dem Gegner, weil er mich da behindert hat. Ich mag diese Feuerdinger einfach nicht. Ich mag sie einfach nicht. Muss ich jetzt schon wieder hier alle Bananen einsammeln? Ich weiß es nicht. Ja, oder auch nicht. Ich denke mal eher, wir hätten sowieso. Oh, jetzt gehen auch schon die. Jetzt bröckelt auch schon der Boden. Oh, wie ich das liebe, ey. Wenn da noch so automatisch Druck ausgeübt wird, das mag ich gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Bin ich echt nicht der Freund davon. Das habe ich ja, hat mich auch schon nicht im ersten K-Level gefreut. Oh, und das finde ich jetzt richtig geil. Ja, gut, da muss ich dann nochmal das holen, weil er hat jetzt kein, ja, da musste ich mich jetzt umbringen, weil sonst wäre ich nicht mehr an dieses N gekommen. Und das wäre nicht so gut. Deshalb müssen wir achten, unten lang. Es geht unten lang. Boah, über den rüberspringen. Ach ja, immer hier hat man was zu tun. Naja, egal. So, wir sind immer noch in diesem tollen, lustigen Level, bla, wo wir wieder mal Zeitdruck haben. Oder was heißt Zeitdruck? Aber wir werden halt hier gezwungen, weiter zu rennen. Und jetzt muss ich schon wieder rennen, weil von überall bröckelt es und überall krachen Steine runter. Und das ist halt die Art von Level, die ich nicht mag. Und jetzt muss ich eigentlich auch Acht geben, dass ich das richtige Kanonenfass treffe. Ja, es kommt halt darauf an, dass man den richtigen Moment nimmt. Das ist Timing-Sache hier. Und das Timing hat gerade mal wieder nicht gestimmt. Diddy Kong, du bist mal dran. Vielleicht kannst du mir. Na. du hast mir sehr viel geholfen, wenn ich ehrlich bin. Aber gut, eigentlich brauche ich gar keinen von denen hier in dieser Stelle. Die brauche ich gar keinen. So, jetzt geht das Spielchen hier wieder los. Zack und rüber. Und wieder hier hüpfen. Und das war gerade sehr, sehr knapp. Und dann wieder an diesen Lianen hier hüpfen. Und dann gleich im richtigen Moment abspringen. Geht doch. Wow, und jetzt geht's richtig ab. Wow. Dass ich noch lebe, ist echt ein Wunder. Naja, egal. Wir sind erstmal soweit ganz durch. Oh, das O. Jawohl, wir haben das KONG. Gut, mehr möchte ich nicht. Boah, das ist eine Anstrengung hier. Das muss ich schon mal so sagen. Das ist echt eine Anstrengung hier. Ich mag einfach diese Art von Level nicht. Ich mag sie einfach nicht. Und da lasse ich lieber die ganzen Bananen Bananen sein. Ja, wobei, jetzt habe ich sie mal mitgenommen. Gibt bestimmt, wenn man das alles sammelt, ein Puzzleteil. Aber es ist mir sowas von egal. Wir wollen nur das KONG und das haben wir. Aber das Level hat mir gefallen, das hat Spaß gemacht, auch wenn ich, wie gesagt, diese Art nicht so wirklich mag. Dass man gezwungen wird zu rennen und dass von allen Seiten was kommt. Naja. Ja, Zeit sagt noch, sieht noch sehr gut aus. Da könnten wir eigentlich auch noch gleich das nächste machen. Ja, sollte eigentlich passen. Viel, also lange hat es jetzt nicht gedauert in diesem Level. Naja, was soll's. Wir holen uns jetzt eben, damit wir das eben noch auch noch holen. Das KONG im Gemühlrädert Level 2.1. Und dann sehen wir uns natürlich wieder an den Stellen, wo die KONG-Dinger sind. Bla, ihr wisst schon, was ich meine. Bis gleich. Und vor dieser netten Eule oder was immer die Gegner auch darstellen sollen, haben wir schon das K. Und da ist auch das O. Das N wäre auch da. Und das G im Flug. Und dann sind wir auch, hoffe ich, gleich da. Gut, kein Puzzleteil, aber wir sind im Ziel. Gut. Ja, lief doch mal wieder. Hätten wir auch hier das KONG und ja, ich habe mir noch überlegt, ja, da wir ja so ein bisschen noch Zeit haben. Ja, könnten wir eigentlich noch das nächste Level noch machen, würde ich sagen. Boah, Zeit haben wir noch. Und die Parts von Donkey Kong Country waren bisher ja relativ kurz. Deshalb können wir auch noch mal ein bisschen weitermachen. Aber gut, jetzt haben wir nichts mehr, was wir nachzuholen müssen. Jetzt können wir direkt uns auf ein neues Level stürzen. Aber bevor würde ich noch mal kurz zu Funky Kong gehen. Und mir dort ein Fass kaufen. Ich weiß nur nicht, ob ich Dixie Kong oder Diddy Kong nehme.
Wer nehmen wir denn mal? Ich würde sagen, wir nehmen Dixi Kong. Ja, nehmen wir einfach mal 5-mal. Und dann nehmen wir noch 4-mal Diddy Kong. Dann gehen wir mal ein bisschen weit aus. Ja, möchte ich verlassen, bitte. So, und dann gucken wir uns noch für den letzten Part dieses Level an. Ja, und wir nehmen dann einfach mal, würde ich sagen, Dixi Kong mit. Okay, dann legen wir los. Und dann seht ihr auch mal, wie das funktioniert, wenn man ein Item auswählt. Aber ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt. Vielleicht habt ihr das schon mal gesehen. Auf jeden Fall 2B. Handkäse mit Radfratz. Nee, oder Rattefatz. Keine Ahnung, ich konnte jetzt nicht so schnell auf den Titel sehen. Aber hat schon ein bisschen was. Lehnt sich so ein bisschen an das Level von vorhin an. Wahrscheinlich sind das diese Ratterfatz oder Radfratz oder... Aber es gibt ja das Pokémon Radfratz und so sehen sie ja nicht unbedingt aus. Oh, sieht mal so ein bisschen nach so einem Tempel aus. Oh, was ist das? Was ist das? Ach so, oh Gott. Nein, das ist jetzt, es geht jetzt schon los. Ach du Scheiße. Ja, ja, wir sind hier schon im ersten Raketenlevel angekommen und ja, das ist ja mal richtig geil. Hat es sich ja richtig gelohnt, die Dixi Kong mitzunehmen. Ja, die Raketenlevel sollen wohl sowas darstellen wie Minecart-Level in schwer. Ja, und natürlich wisst ihr es schon, boah, wie soll man... Ach so, so steuert man das ja, das muss man mir auch mal sagen, wie ich das steuern muss. Man muss das nur mit A steuern. Oh Gott. Ja, ihr seid ja lustig. Man muss da immer A gedrückt. Man muss ab und zu immer mal A drücken, um hochzusteigen. Finde ich mal ein bisschen blöd. Eigentlich kann man das ja auch automatisch machen. Vor allen Dingen, wenn man kaum Kontrolle hat. Über Donkey Kongs Flughöhe. Also, boah, da muss ich mich erstmal reinfinden. Boah, und dann sinkt er da auch schnell ab. Eieieiei, natürlich finde ich die Idee genial. Ich weiß nicht, ob es das schon früher gab. Auf jeden Fall finde ich die Idee natürlich genial, aber das ist einfach nur heftig. Boah. Wenn man noch ganz dicht am Boden ist, hat man auch gar... Dann ist es eigentlich schon vorbei. Dann hat man überhaupt keine Chancen mehr. Eieieiei, ich denke mal, hier werden wir mal wieder richtig weit dranhaken. Und irgendwie habe ich das Gefühl, da unten ist doch noch was. Das kann ich mir mal eben angucken. Ja, ne, komme ich jetzt so nicht hoch. Da bräuchte ich schon jemand anders für Cranky oder halt Dixi Kong oder so. Naja, ist jetzt auch nicht, das ist ja auch nicht so tragisch. Wir brauchen das K-O-N-G und wir wissen ja schon, wo das K ist. Aber das ist echt heftig. Also da werde ich bestimmt mal Versuche brauchen. Wobei das jetzt mal, abgesehen vom Ende, ziemlich geil aussah, fand ich. Boah, eieieiei. Und das K nicht eingesammelt, ja, dann können wir es eigentlich schon knicken. Eieieiei. Ich denke, zum Abschluss kommen wir in diesem Part nicht mehr. Ich werde das jetzt noch ein paar Mal probieren, aber... Boah, finde ich geil. Wir haben schon wieder den nächsten Aspekt. Ach, keine Ahnung, warum ich jetzt in den Rhein renne. Aber das Herz bekommen wir so wieder. Aber da werde ich echt noch ein Weilchen dran hängen bleiben. Also das finde ich echt heftig. Aber ich bin sowieso nicht so der Freund von der Steuerung. Die hat mich schon bei Minecart, bei den Minecart-Level... Wow, ist mal ohne Treffer erwischt. Ja, die mochte ich schon bei Minecart nicht. Ah, jetzt auch hier nicht. Boah. Eieieiei, was ist denn da? was ist denn das, ey? Was ist das? Oh Gott. Also, ich habe ja schon gehört, es soll noch mehr Level von dieser Sorte geben. Und wenn das so weitergeht, dann... könnte es vielleicht sein, dass ich das LP abbrechen muss, weil... Es hat ja keinen Sinn, wenn ich hier ständig rumfaile und das nicht schaffe. Und es hat ja auch keinen Sinn, wenn ich das dann irgendwann wieder offscreen reinschneiden muss. Weil irgendwie habe ich langsam das Gefühl, das wird langsam zur Alltäglichkeit. Wenn ich das jetzt bei jedem zweiten Part so machen muss, dann wäre das ja schon ein bisschen dämlich. Oh Gott, was habe ich mir nur dabei gedacht, das Spiel zu nehmen? Vielleicht hätte ich erstmal mit einem alten Teil anfangen sollen, aber die sind ja auch schwer. Wenn nicht sogar noch schwerer eigentlich als das hier. Boah, eieieiei, das ist echt heftig.
Eieieiei. Ja, das wird Lust. Boah. Ah, wobei, ja, wenn ich jetzt, es fällt mir gerade so ein, wenn man den gedrückt hält, dann hält er so ein bisschen die Höhe bei. Wenn man den A-Knopf gedrückt hält. Das ist gut zu wissen. Aber das sagt mir ja keiner. Oh, gut, wir haben schon mal einen Zwischenspeicher. Auch jetzt auch noch im Dunkeln? Ja, ihr seid ja nett. Ihr seid ja richtig nett. Boah. Und dann diese ganzen Ratten hier. Und da unten war das, ja, da war das. Oh, okay, dann darf ich mich umbringen. Tschüss, Donkey Kong. Oh, aber der Versuch war jetzt schon nicht schlecht, fand ich. Also wir sind schon ein Stückchen weitergekommen. Wer weiß, vielleicht schaffen wir das ja nochmal. In dieser Rattenhöhle. In dieser Rattenhölle. Ach so, ja. Häufiger drücken, nicht gedrückt halten. Wow, kein Schaden jetzt genommen, obwohl wir an die Decke gekracht sind. Und jetzt sind wir etwas weiter unten halten. Aber hier muss ich hochspringen. Aber wir haben das, okay, wir haben es. Wir haben es, wir haben es. Wir haben es, wir haben das, das O. Ja, das Puzzleteil interessiert mich nicht. Zwischenspeicher, gut. Wenn wir das jetzt schon schaffen, fände ich... Nein, nein. Boah, heieiei, wo kriegt man so einen riesigen Käse her? Gut, das One-Up ist mir ehrlich gesagt egal. Boah, wo kriegen die so viel Käse her? Ist ja alles Käse hier. Ja, gib das Herz her. Ist mir scheißegal, dass ich mich dann auch wieder treffen lassen habe, so. Ja. Der Käse des Teufels. Raketenkäse des Teufels oder so könnte man es bezeichnen. Ich weiß, das macht absolut keinen Sinn, aber ich... Nee. Oh Gott, wie kommt man auf sowas? Jetzt mal ganz ohne Witz, wie kommt man auf sowas? Oh Gott, ey. Hier machen wir was mit. Das muss man schon so sagen. Uiuiui, das war knapp. Ja, muss man auch abwägen, ob man jetzt drüber steigt oder nicht. Aber gut, hier haben wir wieder kein Herz erwischt. Ja, und stattdessen so eine unnötige Bananenmedaille. Und dass man auch nicht bremsen kann. Eieiei. Fällt gerade ein, das hat man in dem Trailer gesehen. Dass man so von... Stimmt, das erinnert mich wieder. Boah. Eider. Und schon wieder nicht erwischt. Boah. Eieiei, ist das fies. Ist das fies. Ah, es ist echt der. Also. Eieiei. Oh Gott. Ich frag mich echt, wie das noch enden kann. Also wir hatten schon ein übelst brutales K-Level. Dann jetzt das hier, was ich noch nicht mal bezeichnen kann. Ja, ich weiß auch gar nicht, wie man diesem ausweichen soll. Ich lasse mich bisher immer von dem treffen. Eieieiei. Das ist echt brutal. Oh Gott. Das wird ein Spaß. Das wird echt ein Spaß noch, ey. Und ich weiß ja schon, es gibt noch mehrere Minecart-Level und bestimmt auch noch mehr von diesem Raketenquatsch hier. Und ich frage mich, wie lange das LP dann noch gehen wird, wenn ich dann wieder so rumhänge und schon wieder das Wunder, das Herz nicht erwischt. Boah, eieieiei. Ich darf das ja noch nicht mal berühren, das Ding. Naja, jetzt verfolgt es mich wieder, aber ich fliege sowieso erstmal raus. Boah, ich denke mal, es wird sowieso wahrscheinlich darauf auslaufen, dass ich ein bisschen hier schneide, weil ein paar Fails sind ja schön und gut, aber wenn ich nur fade, dann wird es ja auch langweilig, wenn man überhaupt nicht weiterkommt. Und das wird, denke ich mal, gut 90% des Spiels noch so andauern, dass ich überhaupt nicht weiterkomme. Und jedes Mal, dass ich mich von diesem blöden Ding treffen. Aber sicher daran, dass ich dann Angst habe, den Boden zu berühren. Weil da muss ich schon ein bisschen Abstand haben vom Boden. Von dem Boden da. Hier machen wir mal wieder was mit. Und schon wieder getroffen. Wow, diesmal von dem nicht getroffen. Diesmal war ich gut hoch. Hatte ich eine gute Höhe. Boah, ja, jetzt fliegt das Teil da weg. Jetzt müssen wir immer schön in dieser Lücke bleiben. Boah. Ah ja, und jetzt gleich kommt das O, das ganz fiese O hier. Ja, wäre ich jetzt nicht so weit oben gewesen, hätte das geklappt, aber pff, ich habe ganz normal eigentlich gedrückt, wie gerade eben auch. Vielleicht merkt man es schon, ich bin irgendwie für diese Serie nicht geschaffen. Ich weiß es auch nicht, woran das liegt. Dabei viele Unterschiede zu anderen Jump'n'Runs hat das ja eigentlich nicht.
Außer, dass man halt, ja, in einem Dschungel ist und auf Raketen fliegt und mit einem Minecart irgendwie rumagiert und an die Jahren schwingen muss und so ein echter. Eieieiei. Aber den Part muss ich echt so. Ja, ist gut. Geh nur noch ins Ziel. Donkey Kong, bitte, ich flehe dich an. Ja, yes. Oh, danke. Yes. Ich musste zumindest das nicht offscreen machen, immerhin. Aber, nee. Boah, wenn das noch so weitergeht, dann, ja, dann kann ich nur sagen, gute Nacht. Ja, dann würde ich mal sagen, ich hoffe, ich wünsche euch noch einen schönen Frühlingsanfang. Wollte ich noch sagen, dass ich das an dem Frühlingsanfang aufnehme, wo die Temperaturen so schön sonnig sind und ich gleich grillen werde. Aber, ja gut, das Level hat jetzt nicht ganz so unbedingt gepasst, aber naja. Gut, dann werde ich sagen, im nächsten Part werden wir 2-6 machen. Die Bimmel, ja genau, 2-5 hatten wir schon. Ja, dann machen wir noch 2-6 und vielleicht dann passen wir auch noch den, kriegen wir noch den Endboss rein. Wäre auf jeden Fall cool. Ja, dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Oder auch, wenn ihr dann beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und dann, ja, bis dann und tschüss.